So ruhig hier. So leer. Und geht's auf diesem Kanal eigentlich nur noch um Rennspiele? Naja, so halb. Hier haben wir Danger Zone 2, der Nachfolger zu Danger Zone, welches wiederum ein geistiger Nachfolger zu diesem beliebten Crash-Modus aus der Burnout-Reihe ist und nichts davon auch nur irgendetwas mit dem Titelsong von Top Gun zu tun hat. Ich hoffe, ihr kamt mit. Ich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern, ob ich damals Burnout 1 oder Burnout 2 gespielt habe, als es neu war. Es hatte diesen typischen Arcade-Timer, welcher bei diesem Spiel sehr überflüssig wirkte. Und sobald du ein Auto auch nur streifst, musstest du auf den Respawn warten. Als mir dann Jahre später Leute erzählen wollten, wie großartig Burnout sein soll mit seinen coolen Crashes und Gegnern in die Wand rammen und dem ewigen Boosten, da dachte ich mir, reden wir hier überhaupt noch über dieselbe Spielreihe? Ein ganz schöner 180, den Burnout machte, oder? Lediglich der Crash-Mode zeigte schon früh, in welche Richtung man später noch gehen sollte. Hier ging es darum, mit seinem Auto in eine Kreuzung reinzurasen, um einen möglichst teuren Unfall zu provozieren. Mit späteren Teilen kamen dann noch Sprungschanzen hinzu, es gab Zeug zum Einsammeln und dank des Crash-Breakers konnte man gleich nochmal explodieren und dabei lustig rumfliegen. Hui. Eine sehr unterhaltsame Abwechslung zwischen den Rennen, welche sich schnell zum Markenzeichen der Reihe entwickelte. Die Idee schaffte es sogar zu einem recht miesen Mobile-Spiel, also ja, ist beliebt. Und Danger Zone möchte nun genau da anknüpfen, um so ziemlich dieselbe Erfahrung für 17 Euro auf Steam anzubieten. Nicht gerade günstig für ein glorifiziertes Minispiel, allerdings hat das letzte Burnout mit diesem Modus auch schon seine 13 Jahre auf dem Buckel und ist sehr gelb. Und luftdurchlässig. Springen wir also sofort in die erste Aufgabe. Das Ziel ist ja recht selbsterklärend. Als erstes fiel mir mein verbuggter Schatten auf, welcher irgendwo auf 5:30 hing und nicht so aussehen sollte. Aber gut, ich sollte mich mal lieber auf die Straße vor mir konzentrieren, das ist wichtiger. Und da haben wir die Kreuzung ja auch schon. Das war's. Scheinbar, denn dafür habe ich schon eine Silbermedaille bekommen. Na, das probiere ich lieber nochmal. Immerhin weiß ich ja jetzt, wo die Unfallstelle, die selbstgetaufte Danger Zone sein soll. Ist ja auch recht schwer zu finden, weil hier ansonsten nichts ist. Crashed. Mit Höchstgeschwindigkeit darauf zufahren und wieder nichts. Was soll das? Bevor ich überhaupt in der Nähe bin, kommt irgendein anderer Hobby-Windiesel angefahren und baut einen Unfall, bevor ich es tun kann. Ist das ein Versehen? Passiert das jedes Mal wegen einem Bug oder so? Oder ist das gewollt, dass der Haufen gehbehinderter Lemminge mir die Arbeit wegnimmt? Crashed. Probieren wir also lieber mal das nächste Level, vielleicht ist das ja besser. Immerhin haben wir hier ein cooleres Auto und sogar einen Boost. Laut Bonusziel gibt es extra Punkte, wenn man auf dem Weg den Verkehr hinten reinpiekst. Aha, genauso wie in Burnout also. Nur schade, dass es hier nicht klappt. Es dauerte peinlich viele, wirklich etliche Versuche, um endlich mal wieder gesund an der Danger Zone anzukommen. Und crashed! So langsam ist es dann auch nicht mehr lustig. In diesem Spiel geht es ausschließlich darum, in etwas rein zu crashen. Und ich gehe Game Over, weil ich in etwas rein crashe. Sag mal, kann das Spiel nicht einfach mal die Fresse halten? Aber es könnte ja noch schlimmer kommen. Stellt euch mal vor, nicht mein Wagen, sondern das ganze Spiel wäre gecrashed. Das passierte beim nächsten Mal. Aber immerhin war das nur ein Einzelfall. Oh. Und später nochmal. Oh. Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um zu erwähnen, dass ich noch nicht so ganz von dem Spiel überzeugt bin? In Burnout war es noch der Crashbreaker. Hier nannten sie es dann Smashbreaker. Und das ist jetzt wohl der Gamebreaker. Das ist kaputt genug für 10 Spiele. Danger Zone 2 wirkt im ersten Moment wie so ein typischer Unity Asset Flip, der von einer einzigen Person gemacht wurde. In 3 Tagen. Während er ein Tutorial abgeguckt hat. Bei dem aber nur die Hälfte verstanden hat, weil das Tutorial eine veraltete Version von Unity zeigte. Und wäre das der Fall gewesen, würde ich auch gar nicht erst über das Spiel hier reden. Doch handelt es sich bei dem Entwickler Three Fields Entertainment nicht um irgendeinen 15-jährigen Bub,
sondern um einige der Macher der Vorlage höchstpersönlich. Leute, die vor einer Ewigkeit mal selbst an Burnout gearbeitet haben, haben nun das hier zustande gebracht. Das Erstlingswerk der Entwickler, Dangerous Golf, war noch ein relativ kompetentes Spiel. Also im Grunde hatte es genau dasselbe Spielprinzip und sogar den Smashbreaker, aber es fühlte sich kompetent gemacht an, bis es dann halt nach 20 Minuten den Reiz verloren hat. Dasselbe lässt sich nicht gerade von Danger Zone behaupten, nicht mal vom ersten Teil, also außer das mit dem Reiz verlieren. Aber sollte ein Nachfolger ein Jahr später nicht eine Verbesserung darstellen? Könnte man nicht zumindest mal einen besseren UI-Designer einstellen oder, ich weiß ja auch nicht, überhaupt einen? Keine Ahnung, wie ich mein steriles und stilloses HUD voller Open Sans abgerundet hätte. Aber mein Kopf wäre nie auf die Halloween-Party-Einladungskarte meines 6-jährigen Sohnes gekommen. Einfach nur eine coole Font herunterladen, also coole Font, dann eine Umrandung drumherum, ist dann aus irgendwelchen Gründen noch um ein paar Pixel versetzen und... Da-da-da-da. UI-Design is my passion. Alles, was ich damit ausdrücken möchte, ist, selbst Big Rigs hat ein besseres Interface. Big Rigs! Was ist eure Ausrede? Aber nicht nur die Menüs und das UI, auch der Rest vom Spiel sieht nicht gerade gut aus oder fühlt sich gut an und schafft zu keinem Zeitpunkt die Vorlage auch nur ansatzweise zu erreichen. Denn, sind wir mal ehrlich, der Crash-Modus ist ein super simples und doofes Konzept. Der gesamte niedere Reiz liegt in Auto macht die Bumm. Und wenn das halt nicht gut aussieht oder sich gut und wuchtig anfühlt oder überhaupt gut klingt, dann kannst du es halt gleich sein lassen. In Burnout hast du einen sehr dichten Verkehr, der von Teil zu Teil immer dichter wurde. Es fliegt jede Menge Schrott rum, du hörst hoffnungslose Bremsversuche, siehst zerbeulte Karosserien und sobald es etwas ruhiger wurde, oh, jetzt noch der Crashbreaker! Und... Am Ende wird dein Chaos noch überflogen, während du dich zufrieden zurücklehnen kannst, in dem Wissen, krankenversichert zu sein. Und jetzt zum Vergleich nochmal Danger Zone 2. Der sehr coole Domino-Effekt, die befriedigenden Kamerafahrten, allgemein die gesamte Präsentation, welche diesen Modus überhaupt getragen hat, fehlt. Beziehungsweise ist halt kackig. Ganz selten, wirklich nur ganz selten, fühlte sich eine Runde so an, als ob alles so funktionierte, wie es sollte. Und selbst dann ist es alles andere als spektakulär, wie du halt als Seifenkiste ein bisschen durch die Luft schwebst. Die anderen Male aber sind die Fahrzeuge plötzlich alle im Urlaub. Oder in einem besseren Spiel. Oder du fällst durch den Boden. Oder du fliegst über den Boden, also mal das genaue Gegenteil davon. Oder halt auch einfach mal crasht, weil... Laterne. Das kannst du so einem Truck aber auch echt nicht zumuten. Wie man sehen kann, es funktioniert alles so, wie es soll. Und trotzdem sammelst du schon die ganze Zeit fleißig Punkte, weil der Verkehr sich halt schon selbst lahmgelegt hat. Denn es sollte definitiv möglich sein, ein Level zu gewinnen, ohne einzugreifen. Nutzen wir es also aus, denn selbst durchs Boosten sammelst du Punkte. Verdammt. Wisst ihr, was das heißt? Fahre die Strecke ab, aber die nächste Fahrt geht rückwärts! Und wer jetzt nicht Nächstenliebe für Wände empfindet und nur so eine Prise Unfall baut, farmt einfach mal so unendlich Punkte. Statt einer unsichtbaren Wand hinter mir, damit sowas halt gar nicht erst möglich ist, versteckt man im ersten Level direkt Pickups, um mich einzuladen, die Natur zu erkunden. Die Entwickler wollen es so, und dann mache ich es so. Warum hat man absolut nichts eingebaut, was dafür sorgen würde, dass ich das hier nicht sehen muss?
Die könnten diese Maps hier glatt an den Fernbus-Simulator verkaufen und die würden sagen, boah, was für eine coole und sehr hübsche Strecke. Aber die Screen-Space-Reflections fehlen. Nee, nehmen wir nicht. Na, immerhin ist es nicht ganz so schlimm wie das arme Saarbrücken. Also dann mal weiter mit dem fröhlichen Punktefarmen. Das ist zumindest zuverlässiger als das hier. Oder das hier. So habe ich Weltrekorde errungen. Und so habe ich auch erstmal genug gesehen. Scheißen wir mal auf den doch vielleicht etwas unfairen Vergleich mit der Vorlage. Denn auch so schafft es Danger Zone 2 nicht auf eigenem Bein zu stehen. Fast alle Aufgaben sind schlecht durchdacht und die Mechaniken schlecht gemacht. Dass es dann auch noch so aussieht wie eine spielbare PowerPoint-Präsentation, es voller Platzhalter ist und sehr instabil läuft, setzt dem Ganzen eigentlich nur noch das Krönchen auf. Der König der Zerstörung, oder vielmehr der Selbstzerstörung sozusagen. Trotzdem gibt es einige Leute, die überzeugt sind, man sollte sich Danger Zone 2 unbedingt kaufen, da durch die Einnahmen Dangerous Driving, ein richtiger geistiger Nachfolger zu Burnout, finanziert werden soll. Weil ich nach diesem Spiel auch so ein Vertrauen habe, dass die Typen das hinkriegen würden. Frei nach dem Motto, gib mir all dein Geld oder du siehst deine Burnout-Reihe nie wieder. Ja, sorry, aber mit Terroristen verhandle ich schon mal gar nicht. Billige Nostalgiepunkte hin oder her. Am Ende zahlst du immer noch 17 Euro für ein Minispiel aus einem anderen Spiel. Also kaufst du dir entweder das, oder du staubst einfach mal deine alte PS2 ab. Oder du spielst Burnout DS. Weil das war mal eine Sache. Das funktionierte ja auch so gut. Oder aber du machst das, was ich getan habe und spielst die Xbox 360-Version von Bloom Revenge auf der Xbox One. Da sieht man zwar kaum was, aber es macht immer noch mehr Spaß. Und das ist auch so ziemlich das einzig Gute, was Danger Zone je hervorbringen konnte. Es brachte mich erneut zum Burnout-Spielen.